So, hallo, liebe Freunde und Interessierte. Ich habe mir meine Assistentin besorgt, meine Freundin. Die macht heute das Unboxing für mich, weil Kamera halten und Unboxing ist nicht so einfach. Gerade bei diesem schweren Paket natürlich ist es nicht so einfach, beides gleichzeitig zu machen. Deswegen, also leg mal los, bitte. Wir haben uns da was bestellt. Auf Kosten der Oma, die hat uns das gesponsert. Vielen Dank nochmal an die Oma an dieser Stelle. Wir wollten uns nämlich eine neue Werkstatt einrichten. Da haben wir uns jetzt hier auch so ein paar Holzregale besorgt. Und ja, die kann man auch als Werkbank aufbauen. War ganz praktisch, gab es bei Penny recht günstig. Und jetzt brauchen wir natürlich noch viel Zubehör. Haben natürlich schon viel Werkzeug, aber ein paar Sachen braucht man ja doch neu. Ja, und das ist es, ne? Sieht aus wie eine Wasserpumpe, ein Hydraulikaggregat. Das kann alles Mögliche sein. Nein, was ist das? Es ist nicht so einfach. Aber wie gut, dass ich das nicht machen muss. Am besten den Karton aufschneiden, genau. Ja, das sieht doch gut aus. Schön blau lackiert, ziemlich neu alles, ne? Gut gefettet. Gewindestange. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das könnte ein Schraubstock sein. Ah ja, gut. Sieht aus wie ein Schraubstock, ein blauer. Schön. Was ist das? Bedienungsanleitung? Braucht man natürlich, ne? Ja. Ja, das ist er. Sehr gut. Stell doch mal ab. So, jetzt haben wir uns hier, ja, den Schraubstock haben wir uns ja besorgt. Den wollen wir da raufbauen, aber das war die Arbeitsplatte jetzt nicht so zerstören. Haben wir eine andere Arbeitsplatte. Die sägen wir aus und packen die dann da rein. So ist der Plan. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Schwierige Sachen muss ich immer machen, ne? So, das mit dem Sägen hat tatsächlich geklappt. Ich habe es überlebt. Jetzt wollen wir halt das Ding so in diese Position irgendwie. So, wir haben uns jetzt die Bohrung vorgezeichnet. Jetzt haben wir einen Handbohrer und damit bohren wir die Löcher vor, damit später nicht mehr ganz so schwierig wird. Geht ganz einfach. Na gut, wir holen den Akkuschrauber. Geht ganz einfach, wie es scheint. Also für mich ist es ganz einfach zuzugucken. Für euch wahrscheinlich auch. Alex, was sagst du dazu? Ist leicht einzubauen. Es könnte einfacher sein. Okay. So, die Funktion ganz einfach drehen, dann geht's auf. Dann kann man irgendwas nehmen. Ja, und dann halt bearbeiten, ne? Je nachdem, was man da machen möchte. Jetzt einen Kerzenständer draus schnitzen oder einen Löffel, Zahnstocher, je nachdem, wie weit der Horizont reicht. Und dann kann man an den Seiten jetzt halt auch noch diesen Bolzen entsichern. Ein bisschen losdrehen. Kann man das Werkstück auch noch ein bisschen drehen. Das noch. Also, ne, kann man mit den ganz alten nicht machen.
Also, das Teil ist natürlich aus China, nicht aus Deutschland, daher ist es auch sehr kostengünstig. Und ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Videobeschreibung unten. Das wird ein Affiliate-Link sein, wie immer. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den da günstig besorgen. Ist der günstigste, den ich gefunden habe. Und im Preis-Leistungs-Verhältnis top. Also sehr zu empfehlen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und.